Fahrgäste warten in Brüssel auf ihren Nachtzug nach Berlin. Der Zug startet um 18.01 Uhr in der belgischen Hauptstadt und ist kurz vor 7 am Morgen am Ziel. Die Nacht über können die Passagiere Karten spielen, sich unterhalten oder sie schlafen auf Pritschen wie diesen. Viele von ihnen wollen die Umwelt schützen und haben sich deshalb bewusst gegen einen Flug entschieden. Man fährt schon ganz schön lange, aber es ist trotzdem gemütlich. Es ist einfach auch mal eine andere Erfahrung als zu fliegen und es ist besser für die Umwelt, deshalb fühlt man sich besser. Es wird so viel Geld in den Luftverkehr investiert und so wenig in den Bahnverkehr. Deshalb haben wir uns entschieden, mit der Bahn zu fahren. Lange Jahre waren die Nachtzüge europaweit auf dem Abstellgleis. Die Deutsche Bahn stellte sie fast komplett ein. Jetzt stoßen immer mehr Anbieter in die Lücke. Die Verbindung von Brüssel nach Berlin wird zum Beispiel vom belgischen Start-up European Sleeper betrieben. Das größte Problem: den Unternehmen stehen nur ältere Zugmodelle zur Verfügung. Am schwierigsten ist es, diese Zugfahrten zu planen, weil die Zeitpläne immer wieder angepasst werden müssen. Überall in Europa wird an Gleisen gearbeitet und das beeinflusst auch uns. Außerdem sind unsere Waggons nicht so neu und das bedeutet, dass es auch immer wieder technische Probleme gibt, die wir lösen müssen, damit sich unsere Fahrgäste wohlfühlen. Auch den Fahrgästen wird das Reisen im Nachtzug nicht einfach gemacht. So gibt es zum Beispiel keine Internetseite, die alle europäischen Verbindungen auflistet. Preisvergleiche sind da nur schwer möglich.